Und ich frühstücken jetzt um 12:15. So, meine Lieben, wir haben das ja im Kopf bekommen heute Morgen. Dann haben wir umgeräumt. Noch viel interessanter. Hier wollen wir da mal reingucken. Alex, ich habe schon dein Paket mitgenommen gestern. Safe sein. Thomas baut jetzt gerade das eine Regal ab, was wir uns ja später noch zugelegt haben. Was lag denn da unten drunter? So, meine Lieben, wir haben schon einiges wieder geschafft. Das sind noch zwei Schränke, die wir leer räumen müssen von der Küche. Papa, hast du mir Arbeit mitgebracht? Hallo, meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Umzugsvlog. Heute haben wir Mittwoch, den 22. Juli und so langsam wird alles. Und ich habe gerade gesehen, Heinzelmännchen hat mir Arbeit hingestellt. Das ist alles für The Kitchen. Dann hat das Heinzelmännchen eingekauft. Ein paar Sachen. Und oben im Wohnzimmer steht auch noch Arbeit für mich. Also heißt es gleich verräumen, verräumen, verräumen. Wir haben es jetzt schon 12 Uhr, weil wir haben eben gerade das Wohnzimmer umgestellt. Die ganze Zeit, da musste ich noch duschen, deswegen ist es jetzt schon 12 Uhr. Ich bin aber auch allerdings nicht so früh aufgestanden heute. Ich glaube, 8:45 oder so. Ja, weil es war gestern auch schon wieder sehr, sehr spät, als ich ins Bett bin. Und von daher kann ich auch mal länger schlafen. Ich habe halt gedacht, wir stellen erst Wohnzimmer um, damit ich dann einmal den Schrank auswischen kann. Und dann können wir da nämlich die Sachen wieder verräumen, da reintun. Und dann geht es hier mit der Küche dann weiter. Damit wir wieder Klappboxen haben, damit wir weitermachen können. Gestern haben wir ja eigentlich so ziemlich das Wohnzimmer wieder hergerichtet. Fehlen nur noch die Gardinen, also die Vorhänge meine ich. Und ja, ich glaube, das war's. Und so stand es halt. Und ja, so richten wir es auch wieder her. Und dann kommt heute dann den Rest der Küche dran. Ein Regal müssen wir dann noch abbauen. Das Plastikregal da. Genau, das kommt in Thomas sein Büro. Dass er da die ganzen Aktenordner und so reinstellen können. Aber wir sind uns noch nicht ganz einig, ob wir die Zimmer jetzt nochmal komplett tauschen. Ich bin ganz vernebelt von diesem Geruch wieder. Immer wenn zwei Leute duschen gleichzeitig oder viel Wasser an ist, das heißt Duschen und Waschmaschine, stinkt es hier bestialisch. Das sind die Rohre. Wir haben schon Bescheid gegeben bei der Verwaltung und ja, müssen wir jetzt einfach abwarten, was dabei so rauskommt. Ja, so ist es jetzt gerade. Jetzt stinkt es wieder gerade ein bisschen. Ich mache gleich ein bisschen Tür auf. Aufmachen. So, ein bisschen Luft reinlassen. Wir haben hier gestern noch so eine Markise angebracht. Genau, falls mal irgendwie zu sonnig. Also es ist ja so, dass hier ja die Sonnenseite ist bis mittags. Also bis 2 oder bis 3, weiß nicht so ungefähr. Und hier knallt die Sonne so dermaßen drauf, dass es so heiß in der Sonne. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann kommen wir hier wenigstens ein bisschen weiter ausfahren. Und dann kann man dann da mit einem Stuhl schön sitzen. Oder wenn es regnet, nicht so doll regnet, sondern einfach so ein bisschen prasselt, dann kann man sich da auch mal ganz gerne hinsetzen. Dafür ist es gedacht. Der Trockner steht jetzt auch an seinem Platz. Das haben wir auch umgestellt. Haben wir so ein bisschen mit Pappe auch fixiert unten die Füße, dass der wieder stabil steht. Der verliert jetzt momentan kein Wasser. Aber wir haben nochmal so ein Geschirrtuch daneben gelegt, falls doch. Aber hier sind ja auch Fliesen. Das ist nicht so schlimm. Ja, so sieht hier der Vorratsraum aus. Ist jetzt noch provisorisch. Muss alles noch so seinen Platz finden. Genau, hier dann die Waschmaschine. Ja, ist eigentlich ziemlich modernes Ding. Genau, ja. So sieht's aus. Dann haben wir, was haben wir noch als gemacht als nächstes? Als nächste Wäsche muss unbedingt noch Wäsche machen heute. Ja, könnt ihr mal gucken, mein Bild, ne, mit Penny. Das haben wir jetzt hier hingehangen, weil da drei Nägel waren. Das war uns immer sehr stabil, finden wir. Weil immer wenn wir diese Powerstrips machen, dann, also ne, die man so ankleben kann, du darfst ja auch keinen Nagel reinhauen, ohne des Vermieters Wissen. Deswegen, genau, sonst kommt das nämlich immer runter. Das sind immer ständig runtergefallen bei uns.
Deswegen sind wir ganz froh über diese drei Nägel. Die haben wir jetzt erstmal dahin gehangen. Und Julia, freust du dich über den Saft? Papa hat den Saft gekauft. Ja. Oh, den Saft. Toll, da freut sich Julia. Julia und ich frühstücken jetzt um 22:45. Mein Becher. Was suchst du? Becher. Die Becher? Jawohl. Was war das? Draußen. Weiß ich nicht. Draußen. Sie hat was gefunden. Ja, die suchen beide noch. Kommst du nicht dran? Die Kisten da rein. Achso. Ah, naja, da fragst du. Ich komme auch nicht dran mit meinem dicken Bauch. Nein! Das? Ja! Ach, Julas Lieblingsbecher. Sie mag so welche Becher. Ja, da kann man nur. Kann man, dann braucht man keine Angst haben, dass man das alles verschüttet, ne? Willst du Salami? Ja, kann ich eigentlich essen. Mit Kräuterding da? Ja, Kräuter weiß ich nicht, ob das noch da ist. Das war jetzt schon ziemlich leer, sonst esse ich dieses Fleischding. Egal, ich mach schon. Ich mach Salami drauf. Ich mach Salami drauf. Eins reicht aber oder ein halbes nur. Ja, ich wollte ja nicht den ganzen nehmen. Okay. Ja, ich koche ja nachher gleich. Ich räume erst mein Wohnzimmer das weg und dann mache ich Küche hier wegräumen. So, meine Lieben, wir haben das ja im Kopf bekommen heute Morgen und dann haben wir umgeräumt. So sieht das jetzt aus. Die Regale, unser Fernseher, unser Bild. Finde ich richtig klasse. Ich bin jetzt gerade dabei, den jetzt einzuräumen. Und ich drehe mal um. Das ist unsere Sitzcouch. Da der Kamin und da die Sitzcouch. Sieht doch viel besser aus, oder? So typisch deutsch, hätte ich jetzt gesagt. So typisch deutsch. Und wir haben jetzt noch mehr Platz gewonnen. Wenn man hier so reinkommt. Ja, man hat auf jeden Fall noch mehr Platz gewonnen. Richtig schön. Ich habe den jetzt erstmal eingeräumt und dann müssen wir weiter gucken. Ich räume einfach alles weg und umräumen kann ich das dann immer noch. Hauptsache es wird erstmal verstaut und man kriegt leere Kisten. Puh. Aufgabe für heute erstmal erfüllt. Boxen alle leer. So, meine Lieben, diesen Wäscheberg habe ich jetzt noch vor mir. Wir haben es jetzt 16:30 gleich. Der Hund ist ein bisschen verwirrt, weil immer wieder das alles anders steht. Ne? Ich habe den Wäscheständer jetzt da vorne hingestellt. Diesen einsamen Umzugskarton da jetzt erstmal in die Ecke reingestellt. Hier habe ich ja mein Licht, die Giraffe.
Die Kissen müssen noch eingeschweißt werden. Da kommt dann unser Fernsehen drauf. Der kommt dann hier runter, haben wir im Fernsehen und im Wohnzimmer ein. Ja. Und hier schläft Penny dann, wenn sie Bock hat, ne? Ansonsten hat sie ja hier ihren Platz. Genau. Ja, und dann muss ich noch eine Ladung Trockner. Ich habe jetzt Geschirrtücher noch gewaschen. Und was habe ich noch? Gerade mal reingehen. Ach, jetzt habe ich das im Kopf gehabt, dass das hier noch steht, hier in der Ecke. Dabei steht er jetzt hier. Wasser ist leer. Gut. So. Schon fertig? Jawohl. Off. Ja, ich muss euch gleich draußen was zeigen. Wir haben schon Bescheid gesagt und die wollen das jetzt auch sofort erledigen. Also ohne Wenn und Aber. So. Da ist noch eine Maske. Aber rein. Rein. So. Gut. Wird ja nicht so voll sein, aber... Mach mal so das Fach. Macht ihr auch immer das Fach auf nach dem Waschen? Ich mache das immer auf, damit das auslüften kann und lasse das hier auch auf, damit das austrocknen kann. Extra trocken. Penny, willst du auch rein? Was guckst du da an der Tür? Ja, was ist hier los? Ja, fein. Ja, er sagt mir jetzt halbe Stunde, das passt auch. Das war jetzt nicht so nass. So, komm, wir machen schnell zu, ist zu laut. Komm. Achso, das ist von der Markise, die Kartons, genau. Ach ja, ich muss euch noch gleich was zeigen. Ja, die haben wir gestern auch abgemacht, die waren im Wohnzimmer, diese LED-Leuchten, die kommen auch wieder dran. Das sind, also der und der, da kann man es, glaube ich, sehen. 1, 2 Bürostühle, weil ich brauche einen, weil hier immer auf Dauer auf diesen Dingen sitzen und dann wirklich 3-4 Stunden an einem Video schneiden, das ist mir einfach zu hart und zu unbequem. Es geht immer an den Rücken und deswegen haben wir dann hier 2 neue. Julias war noch so ein kleiner, deswegen kriegt ihr jetzt auch einen neuen. Und genau. Und dann kriege ich auch einen und Julia eine. Und den einen kann sie ja noch lassen, dann für den Schminktisch. Sie wird ja auch einen Schminktisch bekommen. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Das sind chaotisch noch, aber gut. Ich räume die Ecke dann auch irgendwann anders um. Jetzt erstmal alles verstauen und dann geht's weiter. Na, ich habe jetzt hier auch schon die ganzen Schränke eingeräumt. So, da ist noch ein bisschen Platz mit Tassen und Becher und Teller. Das passt alles. Ne, hier sind so, was man dann noch braucht, Geschirrtücher und sowas. Dann Gewürze und so ein Kram, Brühe. Dann habe ich hier Gewürze ins Regal reingeräumt, also im Schrank reingeräumt. Was habe ich hier noch? Ja, da ist auch noch was frei. Ja, mal gucken. Ein bisschen anders alles einräumen. Bisschen anders alles. Alex, ich habe schon dein Paket mitgenommen gestern. Ich bin gespannt, was da drin ist, was du mir geschickt hast. Und ich werde es jetzt die Tage, vielleicht am Wochenende, genau am Wochenende werde ich das schön abfilmen. Und ich freue mich drauf. So, wir sind hier schon wieder fleißig am Werkeln im anderen Haus. Das ist schon die erste Kiste. Ich habe auch eine voll gemacht. Julia macht jetzt auch noch eine voll. Da kommen die Duschsachen rein, der Vorrat. Auf der Wanne, ne? Jo. Und kannst du auch noch in den kleinen Schrank, in den Badezimmerschrank. Da, du weißt auch, wo meine Lippenstifte und alles drin sind. Dieses Täschchen, wenn du da noch Platz für hast. Alles reinknallen. Puh, und dann habe ich morgen früh schon wieder genug. Das sind meine Gläser, die habe ich in Zebra eingewickelt. Genau, und leichte Sachen draufgepackt. Das müsste eigentlich okay sein. Safe sein. Thomas baut jetzt gerade das eine Regal ab, was wir uns ja später noch zugelegt haben. Was lag denn da unten drunter?
Das sind noch weitere Teile von dem Regal. Ach so, ja, das ist ja wie praktisch dann. Im Bausystem, da war ja eine Erweiterung, falls man ein zweites daneben setzen will. Ja. Deswegen habe ich das nicht weggeschmissen. Ja. Aber du kannst ja aus dem großen, kannst du doch zwei kleine machen, oder? Bei dem hier nicht so einfach, da fehlen die Füße für. Ah, das ist schade. Aber wie gesagt, das ist eine Serie, die länger haben. Da kann ich hier noch ein... Oder nee, ach nee, doch kann man. Kommt, wenn es das unten mit drin ist, wenn ich das Bild hier angucke. Da haben sie nämlich genau aus dem so eins gemacht. Vielleicht sind da unten noch zwei paar Füße drin, deswegen habe ich es aufgehoben. Muss ich aber in die Tüte gucken. Genau, musst du dann gucken. Vielleicht mal, das macht sogar Sinn. Ja, dann geht es jetzt weiter. Alles steht hier noch rum. Wollen wir meinen Akkuschaubsauger auch beim nächsten Mal mitnehmen? Wir können ihn ja mitnehmen, wenn wir hier einmal komplett noch clean machen, weil ich würde ihn lieber zu Hause mitnehmen. Wegen mir. Den kann ich echt besser den Teppich reinigen. Ja, wegen mir. Ja. Mein lieber Staubsauger. Ich vermisse den schon. Ja. So, meine Lieben, wir haben schon einiges wieder geschafft. Das sind noch zwei Schränke, die wir leer räumen müssen von der Küche. Dann sind wir safe. Dann haben wir alles erledigt. Puh. So. Das Regal ist auch wieder weg. Genau, und das kommt wieder an der Ursprungsstelle. Habe ich auch schon ein bisschen abgeputzt. So, jetzt reicht's auch. Jeden Abend hier so lange. So. Wir hauen jetzt ab. Papa, hast du mir Arbeit mitgebracht? Arbeit, Arbeit. Oh meine Güte, ich habe gestern noch erst alles ausgeräumt. Ne, heute Morgen. Werde ich nicht, sind nur 7 Kartons. Oh. Die Küchenmaschine ist auch schon mit da, voll am Start hier. Was haben wir noch? 2. Ach so, mit Glas. Weg, ja. Weg. Ja, ja, ja. Ich bin weg, ich bin weg. Oh Gott, Herr Gott. Was ist denn das eigentlich da für ein Karton? Das ist für Bürostuhl, dass der die Dielen nicht kaputt macht, die Matte drin. Ach, diese Matten, ja. Ja, das ist doch schon wieder alles schon wieder leer, voll. Da sind meine Gläser drin. Ist irgendwie alles durcheinander. Das dauert Jahre, bis ich die leer habe. Was machst du da, Thomas? Ich stelle den Tisch hier hin und gucke mal, ob wir da einen Fernseher draufstellen. Bestimmt klappt das. Ja, das ist so die letzte Aktion, die wir heute machen, ne? Ja. Das passt nicht. Die olle Giraffe. Die olle Giraffe hat dein Mann dir geschenkt. Ja, deswegen muss ich sie auch mitnehmen. Ja, natürlich. Du machst doch Giraffis. Ja, schon, aber das sieht schon ein bisschen albern aus, findest du nicht? Ja, tut mir leid. Dann guck mal, wie ich jetzt... Eine Patenschaft im Zoo für die Giraffe war mir einfach zu teuer für mal ebenso. Das stimmt, das hattest du auch mal überlegt. Ja, 5000 Euro, glaube ich. Ja, ja. Eher was für Firmen. So, dann guck mal, ob ich gut drauf bin, wie ich aussehe. Ich weiß nicht, ob du gut drauf bist, das musst du mir sagen. Guck doch einfach, ob der Kopf drauf ist. Und Kopf ist drauf, Giraffe auch. Und schiefe Kerzen dann. Ja. Weiß noch mal richtig drauf hin. Da sind schiefe Kerzen. Soll ich euch die mal richtig zeigen? Bitteschön, da sind richtig schiefe Kerzen. Hat Frau das ordentlich gemacht. Ja, die sind locker, die Fuß. Soll ich versuchen, dich so zu drehen, dass die schiefen Kerzen nicht mehr drauf sind? Mir scheißegal. Schiefen Kerzen sind drauf und Giraffi und du. Ja. Bist total gut ausgeleuchtet. Okay, alles klar. Ich beende den heutigen Umzugsvlog. Und der Thomas lacht hinter der Kamera. Ich hoffe, euch hat der Umzugsvlog heute gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch einen fetten Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schreibt doch einen netten Kommentar darunter, darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Ciao, bis morgen dann. Bye.